Hey Leute, wir machen heute hier bei der Lisa-Retten-Quest weiter. Also die Soul-Riderin Lisa, die steckt da ja im Riss fest, also in dem Pandorischen Riss im Grautaugebirge. Und Linda hat jetzt die ganze Nacht gesucht in den Büchern und mal gucken, was uns Linda zu sagen hat. Ich habe die ganze Nacht gesucht. Ich glaube, dass ich die wichtigste Aufzeichnung aus dem 17. Jahrhundert gefunden habe. Hört zu. Ja, wir hören zu. Die Legende um die schlafende Witwe ist sehr alt. Als das Licht Aidens Leben auf die Insel brachte, wurde eine Handvoll Lebenswächter erschaffen, die das Vorgehen auf der Insel überwachen und die das Leben beschützen sollten. Sie sollten außerdem vor Gefahr für die Flora und Fauna der Insel warnen. Diese Lebenswächter wurden in Form von Bäumen zum Leben erweckt und sollten auf ewig in Jorvik sein. Die Bäume wurden von den Menschen entdeckt und zuerst respektiert. Die Menschen verstanden, dass die Bäume alt waren und Respekt verdienten. Die Menschen nannten diese Bäume Bäume der Ewigkeit. Die Bäume der Ewigkeit hatten unterschiedliche Erscheinungen und waren sehr kraftvoll. Heute schlafen die meisten dieser Bäume. Sie sind müde und ausgemergelt, geschwächt durch die Ausbeutung der Natur. Man sagt, dass die Wurzeln der Bäume ganz Jorvik durchwachsen und dass alle Bäume durch die Wurzeln miteinander verbunden sind, um miteinander zu kommunizieren. Krass, oder? Wie ein antikes Internet oder so. Hörst du noch zu? Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Du musst unbedingt zuhören. Wir kennen einen der Bäume der Ewigkeit. Er steht auf der Spitze des Vogelscheuchenbergs. Wie uns die Legende des goldenen Apfels bereits gelehrt hat, haben die Hexen einige der Bäume zerstört. Sie zerstörten jedoch nur die Bäume, die goldene Äpfel trugen. Die anderen Bäume blieben verschont. Laut einiger der Schriften haben ein paar nette Hexen Bündnisse mit den Bäumen geschlossen, um ihre magischen Kräfte zu verstärken. Es sollte noch ein halbes Dutzend Bäume der Ewigkeit geben. Es könnten auch mehr sein. Einer der Bäume, der erwähnt wird, heißt die schlafende Witwe. Um das zu verstehen, müssen wir in die Geschichte weit zurückgehen. Damals waren die vergessenen Felder ein dichter Wald, genauso schön wie das Grüntal. Der Wald wurde von zwei Bäumen der Ewigkeit beschützt, einem glücklichen Paar. Alles war gut, sie waren glücklich miteinander. Und der Wald war gesund, bis Jarlaheim erbaut wurde. Als Jarlaheim erbaut wurde, ist ein großer Teil des Waldes abgeholzt worden. Die wachsende Bevölkerung machte dann mit dem Abholzen weiter, um Brennstoff und Baumaterial zu gewinnen. Bald folgte der Bau des Jorvik-Stalls, um die Pferde des Grafen zu behausen. Der Wald wurde mehr und mehr zerstört. Bald gab es so viel freie Fläche, dass die Pferde des Grafen eine neue Koppel zum Rennen und Grasen hatten. Die Gier der Menschen ließ sie blind werden, und so wurde eines Tages einer der Bäume der Ewigkeit gefällt. Dies war ein großer Fehler, der nicht rückgängig gemacht werden konnte. Der übrig gebliebene Baum der Ewigkeit verfiel in Gram und fühlte sich einsam. Sie verlor ihren Willen zu leben. Durch ihre Trauer und die Habgier der Menschen ist der Wald bald darauf gestorben. Jahrhunderte vergingen und der Baum der Ewigkeit wurde immer einsamer. Manchmal konnte man ihr Weinen im Wind hören. Ein Jammern, das zwischen den Bergen verzweifelt umherwandert. Zurück blieb ein einsamer Baum der Ewigkeit und die vergessenen Felder. Der Ort wurde die vergessenen Felder genannt, als die Pferde des Grafen nicht länger im Jorvik-Stall benötigt wurden. Der verlorene Wald und die Pferdeweiden wurden vergessen und haben seitdem keinen Verwendungszweck mehr gefunden. So viel Trauer ausgelöst durch so einen kurzen Moment in der Geschichte. Man sagt, dass das Weinen des Baumes der Ewigkeit nicht mehr gehört werden kann. Der Baum hat nicht zu weinen aufgehört, weil er nicht mehr trauert, sondern weil er vor Erschöpfung nicht mehr kann. Der Tod steht bereits mit einer Sichel hinter ihr, wenn er sie nicht bereits mitgenommen hat. Mit diesem Wissen ist es eigentlich klar, dass der Baum in der südwestlichen Ecke der vergessenen Felder die schlafende Witwe sein muss. Ich bin mir noch nicht sicher, wie das mit Lises Aufenthalt in Pandoria zusammenhängt. Wenn sie jedoch sagt, dass der Baum geweckt werden muss, versuchen wir es mal. Ich hatte ja versucht, nach Pandoria zu gelangen, um sie zu retten, doch das ist sehr riskant. Abgesehen davon ist es unmöglich, zurückzukehren.
Wie weckt man nur einen magischen Baum der Ewigkeit auf? Das ist eine gute Frage. Eine ergreifende Geschichte, der arme Baum der Ewigkeit. Spreche am besten gleich mit Elisabeth. Es scheint so, dass man den Baum der Ewigkeit, die schlafende Witwe, nicht einfach so wecken kann. Wenn jemand weiß, wie man schlafende Bäume wecken kann, dann Elisabeth. Wenn du, Sabrina, ich habe das im Gefühl, dass du bald Verwendung für Aidens Fragment des Lichts bekommst, wenn du es nicht sowieso schon dabei hast, solltest du es jetzt in deinen Rucksack packen und dann sofort zu Elisabeth reiten. Viel Erfolg. Okay, wir haben das noch nicht dabei. Dann schnappen wir uns unser Pferd, lassen uns dann abholen und holen diesen Lichtgegenstand. So, da ist das Aidens Licht. Dann porten wir jetzt nach Elizabeth und mal gucken, was sie uns dann sagt, wie wir diesen Baum wecken können. Damit wir halt Lisa retten können. Was für eine Geschichte, was für ein Handlungsverlauf. Wir müssen die schlafende Witwe retten, damit sie uns bei Lisas Rettung helfen kann. Wenn Lisa sagt, dass sie helfen kann, müssen wir es versuchen. Falls es nicht funktioniert, müssen wir uns etwas anderes ausdenken. Vielleicht erstrecken sich die Wurzeln des Baums der Ewigkeit weiter, als man sich vorstellen kann. Wie auch immer, ich kenne zwei Dinge, die diesen Baum genug schütteln können, um ihr neue Energie zu geben. Der Baum braucht Licht und Wasser, um Kraft zu gewinnen. Du musst drei Dinge erledigen. Eins, fülle eine Flasche mit den Aidens-Tränen. Du weißt schon, der Tau auf den Blumen Aidens, die hier wachsen. Zwei, lade das Fragment des Lichts Aidens hier an dem Runenstein auf. Du musst das Fragment dafür dabei haben. Wenn du es nicht im Rucksack hast, dann ist es in deinem Heimatstall. Du kannst es nicht verloren haben. Es ist auf jeden Fall noch in deinem Besitz. Nummer drei, du musst den Baum mit dem energiegeladenen Fragment erleuchten und mit den Tränen Aidens ergießen. Diese Aufgaben müssen in der Nacht durchgeführt werden. In der Nacht wird die Magie nicht vom Tageslicht gestört. Die Kraft Aidens ist dann viel stärker. So, nimm den Runenstab und reite zu den Runensteinen hinter dem Haus. Dort kannst du das Fragment aufladen. Gehe wie folgt vor. Benutze den Runenstab zusammen mit dem Runenstein der Sonne. Lege dann das Fragment auf den Runenstein, um Energie fließen zu lassen. Wenn das Fragment nicht in deinem Rucksack ist, dann befindet es sich in deinem Schrank. Ein weißer leuchtender Stein. Ich weiß, dass er sich noch in deinem Besitz befindet. So, das haben wir dabei. Also du wirst Aidens Lichtfragment brauchen. Stelle sicher, dass es in deinem Rucksack befindet. Wenn es sich nicht dort befindet, hol es aus deinem Heimatstall. Aber da ist es, wir haben es dabei. So, nimm diese lila Flasche in Form einer Träne, um so viel Tau wie möglich darin zu sammeln. Du musst den Baum der Ewigkeit, die schlafende Witwe, damit gießen. So, das kriegen wir ja alles hin. Okay, wir müssen dafür von unserem Pferd absteigen.
So, damit sind die Sachen aufgeladen. Und jetzt müssen wir hier noch den Tau einsammeln. Oh, hier ist noch ein Stern. Den nehmen wir dann auch noch sofort mit. So, jetzt noch die letzte Träne. Und zurück zu Elizabeth. Wir haben ja alles aufgeladen. Die Tränen dabei. Mal gucken, was sie dann zu uns sagt. So. Hervorragend, das Fragment ist voll von Energie. Du hast eine ganze Flasche gefüllt. Super, nimm die Flasche mit. Dann bist du nun so weit, um zur schlafenden Witwe zu reiten. Warte, bis es Nacht wird und weck sie auf. Schau auf dem Weg bei Starshine vorbei und berichte ihm, was los ist, damit er sich bereit machen kann, Lisa aus dem Riss zu befreien. Versuch dein Glück, den Baum zu wecken. Okay. Wir sollen jetzt als erstes halt mit Starshine nochmal quatschen. So. Wir gehen zur Reitarena, weil da können wir ja auch rüber. So, hier sind wir schon auf den vergessenen Feldern. Und jetzt müssen wir nur noch mit Starshine sprechen. Da war er, wo sie dagegen geschleudert worden sind von dem Licht. Und hier ist der Schein. Sabrina, wie geht es dir? Ich habe den Kontakt zu Lisa fast verloren. Der Riss scheint sich zu schließen. Ich habe Panik. Du weißt also, wer die schlafende Witwe ist? Los, erzähl. Die schlafende Witwe ist also ein Baum der Ewigkeit? Interessant. Das hätte man ja schon fast ahnen können. Gut gemacht, Sabrina. Und Lena hat natürlich auch einen tollen Job gemacht. Dann wollen wir hoffen, dass das Schicksal von Lisa und der schlafenden Witwe verbindet auch zu Lisas Rettung taugt. Heute Nacht werden wir eine Antwort haben. Ich bleibe hier, um Lisa zu helfen, wenn du den Baum der Ewigkeit wächst. Ich werde den Riss auf jeden Fall bis heute Nacht offen halten können. Mach dich nun auf den Weg zum Baum der Ewigkeit in den vergessenen Feldern und warte, bis die Nacht beginnt, bevor du mit dem Rottoral beginnst. Viel Erfolg!
Möge das Licht Aidens mit dir sein. Okay, das ist zu steil. Hier kommen wir nicht runter. Weil wir müssen da hinten ja einmal hin. Also ich hätte jetzt gedacht eher, dass der Baum halt hier vorne irgendwo gewesen wäre. Also hier, so wie das aussah, aber da ganz hinten. Naja, kriegen wir auch hin. Kürzen wir hier ein bisschen ab. Da ist der Baum. Der Baum der Ewigkeit schläft tief und fest. Der Baum ist von einer Aura schweren Grams umgeben. Du wirst von Schwermut befallen und die Sorge des Baums liegt wie schwere Gewichte auf dir. Der Baum ist durch die Fehler der Menschheit in einem Strudel von Negativität gefallen. Diese Fehler sind der Grund dafür, dass der Baum seinen geliebten Partner verloren hat. Unter diesen Umständen wird es sehr schwer werden, bis zum nächtlichen Ereignis wach zu bleiben. Du kannst den Baum der Ewigkeit nur nachts wecken. Warte, bis es Nacht wird. So, wir warten jetzt hier auf die Nacht. Wobei, es ist ja schon dunkel. Oh, es geht los, die Nacht bricht herein. Du und Royal Pirate sind fast beim Baum eingeschlafen. Durch die Kraft deines Willens konntest du jedoch wach bleiben. Jetzt ist es Mitternacht. Der Baum der Ewigkeit wirkt durstig nach dem jahrhundertlangen Gram, als hätte er seit einer Ewigkeit nichts mehr von diesem belebenden Wasser getrunken. So. Wir steigen dafür mal ab. Willst du das Wasser nicht? So. Knack und Knarz, Wasser voll von Kraft und Leben. Aiden. Der Baum der Ewigkeit wirkt blass nach dem Jahrhunderten voller Gram, als hätte er das Licht der Sonne schon lange nicht mehr auf sich gespüren können. Er leuchtet den Baum. Na, das können wir auch. Wir haben ja hier... Erleuchtet haben wir den. Knack, Knarz. Beim Licht Aidens, wer bist du? Was hast du mit Aiden gemacht?
So, Knack und Knarz hast du mich geweckt, hast du meine Augen mit dem Licht Aidens geöffnet, hast du meinen trockenen Hals mit den Tränen befeuchtet und meine Äste zum Knarren gebracht, so wie in den Tagen meiner Jugend. Knarz, Knarz und Knack, Knack, Knarz. Machst du das für Lisa? So, dann jetzt sollen wir dem Baum die Geschichte erzählen. Knarz, Knarz und Grummel bei den entfernten Aiden meiner Wurzeln. Wer bist du, die mit der Kraft des Lichts in dieser unendlichen Dunkelheit kämpft? Knarz, Grummel, Knarz, lass uns warten, lass mich denken und meine Wurzeln ausstrecken. Es ist lange her, dass sich meine Äste recken konnten. Lass uns ein wenig knarzen und grummeln. Ich habe Lisa ein Versprechen gegeben und ein solches muss gehalten werden, auch wenn ihr Menschen seid. Warum sollte ich ein Versprechen mit dem Volk halten, das mich geschwächt hat? Ihr seid mehr. Ihr seid nicht nur Menschen. Ihr seid mit dem Licht Aidens. Knarz, du kämpfst auf der gleichen Seite wie ich. Lisa hat mich überzeugt. Meine Wurzeln haben sie in ihrem abscheulichen Gefängnis erreicht. Sie braucht Hilfe und sie hat mir eben solche versprochen. Dir zu helfen würde Lisa helfen und das würde wiederum mir helfen. Ich werde mein Möglichstes tun. Schau zu und lerne. Interessant, was da passiert. Knarz, Grummel, Knarz, meine Kräfte sind schwach, fern von dem, auf das ich gehofft hatte. Ich frage mich, ob meine Kräfte ausgereicht haben. Ich muss mich nun ausruhen. Ich bin so müde. Finde deine Freunde. Betrachte die Ergebnisse meines Erfolgs oder verschwinde auf ewig durch mein mögliches Versagen. Ich weiß nicht, ob mein Versuch geglückt ist. So, wir sollen jetzt wieder zu Starshine reiten und herausfinden, ob wir Lisa retten konnten oder nicht. Was auch immer das ist, etwas leuchtet im Gras. Unser Pferd steckt in einer Falle fest. Und da hat sich echt was im Gebüsch versteckt. Schaut an, die Nachtreiter sind da. Wer versteckt sich denn hier? Das hat doch sicher etwas mit der Falle zu tun, in der Royal Pirate steckt. Da haben wir dich und deinen Gaul gefangen. So etwas passiert, wenn man mitten in der Nacht Bäume gießt. Sitzt du in der Falle, Sabrina. Jetzt werden wir aus dir und Royal Pirate Hackfleisch machen. Wir werden euch in Pandoras ewigen Gefängnis einsperren. Du kannst nicht entkommen. Justin, hältst du sie fest? Jetzt? Ich? Wieso ich? Ich kenne sie doch. Oder ich meine... Stopp! Stopp, haut ab! Lisa, aber, wir haben dich doch in Pandoria gefangen. Da seid ihr wohl ganz kleinlaut geworden. Eure Knie schlottern ja richtig. Feiglinge, ihr seid zwar in der Überzahl, aber das ängstigt mich nicht. Ich werde euch jetzt eure eigene Medizin zum Probieren geben. Aber bei Aidens Licht, Justin, was machst du denn bei diesen Idioten? Ich dachte das. Du hast dich doch nicht etwa ernsthaft diesen Idioten angeschlossen. Echt jetzt? Du bist d'accord beigetreten? Er ist jetzt einer von uns. Herr Sans ist sein Opa und er ist zur einzig wahren Seite gewechselt, zu unserer, die dunkle Seite. Ja genau, das stimmt, Lisa. Ich habe mich bei meinem Großvater zusammengetan und ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war. Ich fühle das in meinem Herzen. Boah, ich war eindeutig zu lange von der Insel weg.
Sehr gut, stell dich zu den anderen, Justin. Wenn du das wirklich willst, stell dich zu ihnen und dich wird das gleiche Schicksal erwarten wie deine Freunde. Nimm das. Ah, kratz die Kurve, Lisa ist verrückt geworden. Schnell, hau ab, renn. Ha, 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 wie sie rennen. Das war lustig, was ich seit langem gesehen habe. Sie sind entkommen, aber sie haben ihre Lektion gelernt. Ich wollte sie diesmal nur erschrecken. Ich glaube, die Gefahr ist erst einmal vorbei. Da haben wir Lisa und auf Starshine. Hallo Sabrina, schön ein freundliches Gesicht zu sehen. Juhu, Starshine hat mir von dir und Royal Pirate erzählt. Du bist eine wahre Heldin. Du hast es geschafft, dass die schlafende Witwe mich befreien konnte, sodass Starshine mich aus dem pandorischen Riss ziehen konnte. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Es war so schrecklich dort. Aber genug von mir. Geht es euch gut? Oh, dein armer Royal Pirate ist verletzt. Das war eine gemeine Falle. Ich kann ihn für dich heilen. Du weißt, dass ich die Kraft des Sternkreises habe. Und dass der Stern ein heilendes Symbol ist. Lass mich deinen armen Gaul mal ansehen. Armer Gaul, na danke auch. Na, sieh mal an, das lief ja besser als erwartet. Deinem wunderschönen Pirate geht es besser als je zuvor. Das war eine gemeine Falle. Diese Nachtreiter sollten solche Dinge nicht einfach herumliegen lassen. So. Vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ich meine das wirklich ernst. Es war wirklich kein Vergnügen, in Pandora gefangen zu sein. Diese Gauner, die ich verscheucht habe, haben Starshine und mich überrumpelt, als wir nicht aufgepasst haben. Diesmal ging alles doch noch gut aus, aber das darf nicht noch einmal passieren. Wir müssen wirklich aufpassen. Stimmst du mir zu? Es passieren also seltsame Dinge hier auf der Insel. Ich habe leider nicht so viel davon mitbekommen, als ich sofort nach Pandoria kam, als ich einen Fuß in den Jorvik-Stall setzen wollte. Ich konnte natürlich lustige Geschichten aus meiner Zeit als Rockstar erzählen, aber das wäre natürlich jetzt wohl eher unpassend. Das bewahren wir uns für ein anderes Mal auf. Und ganz unter uns, Sabrina, so toll ist es nicht, berühmt zu sein. Man muss sehr hart arbeiten und hat viel Stress. Ruhm ist eben nicht alles. Schön wäre hier zu sein, wo ich nicht ganz so berühmt bin, zumindest nicht mehr. Die Fans vergessen eben auch schnell. Meine Freunde bleiben jedoch für immer. Ich hoffe, dass du und ich auch gute Freunde werden können. Du hast recht, Sabrina. Wir müssen mit den anderen sprechen und die Druiden treffen. Ganz genau, das habe ich auch gedacht. Ich muss den neuesten Stand der Dinge erfahren. Zuerst muss ich mir jedoch etwas Frisches anziehen und mich ausruhen. Und ich muss etwas essen. Lass uns das mit den Druiden bis morgen warten. Zuallererst brauche ich Ruhe. Ich schulde der schlafenden Witwe außerdem noch einen Gefallen. Das muss jedoch warten. Nach dieser Anstrengung müssen wir uns erstmal wirklich ausruhen. Morgen kannst du zu Elisabeth reiten und mit ihr mitteilen, dass ich wieder da bin, sodass die Druiden sich versammeln können. Ich sehe dich dann bei der Versammlung. Und nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Gute Nacht. So. Du ruhst dich mit deinem Pferd in deinem Heimatstall aus, bis der nächste Tag beginnt. So, es ist ein schöner neuer Tag. Reite zu Elisabeth. Aber wir nehmen den Transporter.
Lisa ist gerettet? Gute Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du es schaffen würdest. Doch das Licht Aidens strahlt noch heller durch dich. Du bist eine wahre Heldin. Ich rufe alle Druiden zum Treffen im geheimen Steinkreis zusammen. Wir sehen uns dort. So. Wie wir in den Steinkreis da rumreiten, das wissen wir ja noch. Immer da im Kreis, in der Spirale. Und das tun wir dann jetzt mal eben. So, Zeit und Raum verschmelzen, alles ist still und immer in Bewegung. Na komm, lad schon ein bisschen schneller. Die Versammlung. Der geheime Steinkreis. Hallo, ein großes Dankeschön an dich, Sabrina. Du und Starshine haben Lisa gerettet. Lisa ist endlich wieder da. Brillant. Ja, Sabrina, das haben ihr wirklich gut gemacht. Schön, wieder da zu sein. Ich habe euch alle vermisst. Ich dachte, ich würde nie wieder das Sonnenlicht sehen. Doch jetzt bin ich endlich wieder bei meinen Freunden. Die Soul Rider haben bald ihre volle Kraft erreicht und wir haben fast alle Kopien des Buchs der Lichterzeremonie beisammen. Wenn wir bereit sind und die Zeit gekommen ist, werden wir die Zeremonie durchführen. Die Zeit ist jedoch noch nicht reif. Lisa, du solltest wissen, dass Darkor das Original des Buches der Lichterzeremonie hat. Alles deutet darauf hin, dass sie versuchen werden, die Zeremonie rückwärts durchzuführen. Das wäre eine Katastrophe. Das hört sich nicht gut an. Was soll das überhaupt? Was ist ihr Ziel? Wenn sie die Zeremonie rückwärts durchführen, wird ein Riss zwischen unserer Wirklichkeit und Pandora größer werden. Im schlimmsten Fall würden die Mauer zwischen den beiden Welten zusammenbrechen. Wir wissen nicht, was als nächstes geschieht. Möglicherweise würden beide Welten aufhören zu existieren, oder zumindest würden sie nicht mehr in der Form existieren, wie wir sie kennen. Darkor glaubt, dass sie die pandorische Energie kontrollieren können, um damit die Welt zu beherrschen. Vielleicht wissen sie ja mehr als wir. Wir Druiden glauben jedenfalls, dass es zu nichts Gutem führen wird. Es wird wahrscheinlich in der Zerstörung der Welt enden und aus diesem Grund müssen wir sie aufhalten. Das war eine kurze Zusammenfassung der Situation. Lisa, kannst du uns sagen, was dir passiert ist? Du wirst nach Pandoria entführt? Wie ihr alle wisst, war ich auf einer Tour mit meiner Rockband und hatte Jorvik seit längerer Zeit verlassen. Als ich endlich wieder zurückkehrte, haben mich diese Halunken entführt. Danach haben sie mich in Pandoria eingesperrt. Starshine und ich haben einfach nicht aufgepasst. Das wird uns nicht noch einmal passieren. Danach wurde ich zum Glück gerettet. Zum Glück, in Pandoria entstand mein Kontakt mit dem Baum der Ewigkeit, der schlafenden Witwe. Alles war verzerrt und verschwommen, doch ihre Wurzeln scheinen bis ins ferne Pandoria zu reichen. Der Baum schläft in unserer Welt, doch sie konnte mit mir durch ihre Träume kommunizieren. Sie hat gesagt, dass sie mir helfen kann, aber dass sie dafür aufgeweckt werden muss. Dafür musste ich ihr doch auch einen Gefallen tun. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich werde es herausfinden. Meine Zeit in Pandoria ist sehr verschwommen und zusammenhanglos. Doch es gibt eine Sache, die ich erzählen muss. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass Anne in der Nähe war. Ich konnte ihre Anwesenheit spüren. Ich bin mir sicher, dass sie dort ist. Wir müssen sie retten. Vielleicht kann der Baum der Ewigkeit uns noch einmal helfen. Interessante Neuigkeiten. Vielleicht ist Anne in Pandoria. Es wäre toll, wenn wir sie ausfindig machen könnten, damit wir auch sie retten können. Das ist wirklich notwendig. Im schlimmsten Fall müssen wir selbst nach Pandoria, um sie zu retten. Das sollte jedoch nur gemacht werden, wenn es gar nicht anders geht. Wenn wir erst vollzählig sind, werden wir sehr mächtig sein. Wir müssen unsere Kraft
und der Kraft Pandoras Bewusstsein. Man läuft dort nicht einfach so rein. Ich habe keine Angst. Wir müssen sie auf jeden Fall retten. Das sind wir ihr schuldig. Wir müssen auch der kleinsten Spur folgen. Wir sind immer hundertprozentig füreinander da. Ja, Alex, das werden wir tun, keine Frage. Ich will natürlich nicht zurück, aber für Alex mache ich es. Eine andere Sache. Ich frage mich, ob wir Justin von den Nachtreitern weglocken können. Wir waren auf der gleichen Schule, deswegen kenne ich ihn. Und Sabrina, du kennst ihn auch, oder? Wenn wir Justin von ihnen wegbringen können, werden die Nachtreiter noch mehr geschwächt. Zumindest hat Sabrina Justin davon abgehalten können, sein Pferd in ein Nachtpferd zu verwandeln. Das ist gut. Als Sabrina das letzte Mal im Darkor-Hauptquartier gewesen ist und Justin sah, hat er sehr überzeugend gewirkt, dass er die dunkle Seite für die richtige hält. Wir müssen uns etwas ausdenken, um ihn zu überzeugen. Wenn wir Justin von Darkor abbringen könnten, wäre das super. Jetzt müssen wir uns jedoch erst einmal um die Lichterzeremonie und die Abläufe konzentrieren. Außerdem müssen wir Darkor im Auge behalten und wir müssen die anderen Kopien des Buches finden und Anne retten. Das Treffen wird bis auf Weiteres verschoben. Wir werden uns bald wiedersehen. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, Lisa. Vielen Dank an Sabrina, die dem Bewahrer Aidens eine so gute Freundin ist. Möge das Licht Aidens mit uns sein und die Dunkelheit erleuchten. Und Lisa, vergiss nicht, dich beim Baum der Ewigkeit zu revanchieren. Sie wird böse, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Bis bald. So, das war das Treffen. Und jetzt geht's wieder nach Elizabeth. An. Ein weiteres Druidentreffen hat also stattgefunden. Wir sind jetzt schlauer. Lisa ist dank dir gerettet und wir haben eine Spur, die zu Anne führt. Aber sonst sind wir nicht genau dort, wo wir vorher waren. Wir brauchen die anderen beiden Kopien des Buches, damit wir die Zeremonie durchführen können, wenn die Zeit kommt. Später müssen wir dann den Informationen nachgehen, die wir über Anne haben. Aber wir sind wirklich noch nicht bereit, die Rettungsaktion in Pandoria durchzuführen. Es muss noch einen anderen Weg geben. Vielleicht kann uns die schlafende Witwe noch einmal helfen. Vorher müssen wir ihr jedoch einen Gefallen tun. Wir müssen unsere Augen und Ohren offen halten und die Nachtreiter überwachen. Sie wollen uns offensichtlich zerstören. Wir müssen Gegenmaßnahmen ergreifen. So, hier sehen wir dann hier bei der schlafenden Witwe, da ist ein Ausrufezeichen, also hier ist die Uhr, dann heißt es, es geht morgen weiter. Oder bei Lisa, also die schlafende Witwe war hier, also das muss ja dann Lisa sein. So, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Star Stables. Bis dann!